Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf dem Cloud-Server und heute in einer relativ kurzen Aufnahme. Wer ist denn drauf? Philipp Lauch und der Razer. Ja, die Aufnahme wird heute... ich weiß noch nicht, wie lange sie wird. Dazu komme ich gleich. Ist nämlich was vorgefallen, also was Privates. Klar, man soll ja nicht so viel Privates... Ich habe da echt nichts Besonderes mehr drin. Mann, ich habe mir gar nicht geschenkt. Mann, du... Ist was halt vorgefallen, man soll nichts Privates erzählen, aber es geht um die Meerschweinchen und ich denke mal, da kann man das machen. Kann ich ein bisschen dran teilhaben, aber erstmal laufe ich einfach mal zu den anderen. Mal gucken, was die da so angestellt haben. Hoffentlich ist kein Creeper. Cloud hat das Loch hier nicht zugemacht, das weiß ich ja. Da ist ein Skelett, sehr schön. Ist da oben, hat irgendjemand was hingetan? Was ich noch erwähnen wollte, das hat mich unser Pro-Gamer drauf gebracht. Okay, da ist nichts drin. Alles gut. Leute auf dem Server, wenn ihr die Bäume abholzt, also wir müssen Bäume nachpflanzen, ganz dringend, sehr bald, weil das ist alles so kahl geworden, bitte die Bäume nachpflanzen. Ihr habt bestimmt genug Setzlinge, dass ihr nachpflanzen könnt, weil ihr seht, es ist sehr, sehr nackt, wobei hier, na okay, das war glaube ich vorher schon da. Nur so nebenbei. So, weshalb die Folge relativ kurz wird, ist es auch relativ, naja, nicht spät, aber später als sonst für mich, hier. Ist das die olympische Fackel oder was? Ja, unser Meerschweinchen. Ich hatte das ja schon am Freitag irgendwie geschrieben, dass einmal Daumen drücken angesagt war. Alter, hier ist Licht. Kann man noch ein bisschen aufhübschen, aber ist cool. Baut mal irgendjemand einen Weg zu mir? Ja, das... Oh Mann, jetzt komme ich wieder vom Thema ab. Die Schweinchen ging es nicht so gut. Hat übelst dicken... Also unter dem Mund, so der Hals ist... Übelst angeschwollen. Wir dachten erst, das wäre Krebs. Oh, die Karte. Wir gehen gleich mal zu Sari. Hat sich herausgestellt, das war ein Abszess. War die, das Meerschweinchen ist eigentlich so vom Alter her kurz vor Empty. Was ist denn da drin? Okay, okay, okay. Langweilig. Ja, und dann haben wir uns entschieden, nicht zu operieren. Weil kann auch so weiterleben und so weiter. Und dann kommen wir heute nach Hause nach der Arbeit. Oder gestern für euch. Gucken wir das Schwein so an. Denken erstmal so, Alter, was stinkt denn hier so? Richtig erbärmlich. Ich dachte so, Alter, haben die übelste Kakaritis bekommen? Und hallo Philipp! Und hier Christenfaden. Ja, dann habe ich gesehen, dieser Knubbel, dieser übelst fette Knubbel ist weg und ist alles nass. Da wurde sofort klar, Alter, scheiße, das Ding ist geplatzt. Dem Schweinchen ist der Abszess aus dem Hals rausgeplatzt. Oh, aber er hat sich ganz normal bewegt. Ganz normal rumgesprungen, rumgegessen, rumgelaufen, alles mögliche. Das, hey, was geht denn ab? Aha, okay. Ja, aber dann war die Entscheidung klar, wir fahren jetzt mal okay, ganz schnell zum Tierarzt. Und übelst schnell in GPs, zur Notfallsituation halt. Ende der Geschichte war halt, dass ich's. What the fuck? What the fuck? Das ist ein Creeper in der Bahn! Alter, das ist ein Creeper in der Bahn! Mitkommen! Ja, das Schweinchen, es wurde alles ausgespült und so weiter. Das müssen wir Freitag wieder hin. Mal gucken, wie es weiterläuft. Und ja. Deswegen wurde es alles ein bisschen spät und so. Alter, da war ein fucking Creeper in der Bahn. What the fuck? Wo geht die überhaupt hin? Wo ist der Creeper hin? Mal gucken, wo sie jetzt hier hingeht. Huiuiuiui. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber wenig. Nein, Hilfe. Oh Gott. Ihr musstet da natürlich auch alles hier... Ach du Scheiße. Ach du Kacke! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Das ist ein Creeper! Das ist ein Creeper! Das ist aber genau da! What the fuck? Ah, shit! Oh shit! Oh, Entschuldigung! 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 Ich krieg mich gerade nicht mehr ein. Ich krieg mich nicht mehr. Oh!
Oh Gott, meine Lache. Oh, ich krieg mich nicht mehr ein. Ah, scheiße, war das gut. Ich kann gerade nicht schreiben, sonst geht wieder der Ton weg. Aufnahme. Ach du Scheiße. Habe ich irgendwas eingesammelt, was nicht mir gehört? Ja, hier, da ist was. Hier. Ja, oh Mann, Bobby, Alter, was macht denn da ein Creeper drin, ihr Pfeifen? Alter! Ich kann nicht mehr. Wer packt denn da einen Creeper in eine Bahn? Meine Fresse! So. Hey, Zombie! Na? Oh, na? Ach du Scheiße. Ja, gut. Wie gesagt, Meerschweinchen. Mal gucken, wie lange es dem noch gut geht. Ist jetzt ein bisschen verarztet. Freitag wieder hin. Ich kann es nicht beurteilen. Mal gucken. Deswegen wurde es halt jetzt von der Aufnahme her. Ich hätte gerne nämlich 2 Aufnahmen gemacht und so weiter, damit ich zum Wochenende hin ja, durchgeplant bin und so weiter mit Videos. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es schaffe, genug zu veröffentlichen, was ich gerne möchte. Nö, also bitte verzeiht. Eigentlich war es auch nicht geplant, dass ich jetzt noch eine Aufnahme mache. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss es für euch tun. Und das ist eigentlich auch nicht richtig. Das ist eigentlich überhaupt nicht richtig, dieses Gefühl zu haben, man muss es ja machen, weil sonst ist irgendjemand enttäuscht. Klar, ich möchte euch nie enttäuschen, aber Privates geht vor und ich verdiene damit ja nicht mein Geld. Ist das so gewollt? Ich glaube nicht, ne? Ja. Eigentlich wollte ich auch mit TS und so weiter jetzt machen. Wird demnächst kommen, dass ich mich mit den Leuten hier unterhalte, aber ja, da fehlt mir natürlich jetzt die Zeit zum Einrichten des Ganzen. Gott, was haben die denn hier für eine Bahn gebaut? Huch. Ja, Saris Haus. Wunderhübsch. Alter, für den Creeper konnte ich nix. Muss ich den gleich mal schreiben, ey. Reg mich auf, von wegen, oh Mann, Bobby, hallo? Ich fahre mit der schönen Bahn und dann ist da ein Creeper drin. Dann macht da irgendwo ein Schild hin. War doch nicht mit Absicht. Aber gucken, was sie hier fabrizieren. Hallo. Hallo, Philipp. Hm? Wo geht's denn hier hin? Okay. Jungs, da könnt ihr mal einen fetten Bahnhof hier machen. Hä? Alter! Alter! Wie tief geht denn das? Oh Gott, wenn ich hier runterfalle, ne? Oh. Ah, hier ist das Ende. Mit einem Rambock. Sehr schön. Aber warum das jetzt denn da unten längs fahren? Na gut, eure Entscheidung. Finde ich auf jeden Fall witzig. Aber wenn ihr das alles durch dieses zusammengeglitschte, ey, ganz ehrlich, ich könnte mir nicht sagen, dass ihr so viel Redstone und Eisen gefarmt habt. Ohne Witz. Niemals. Und Gold. Glaubt man Gold? Glaubt man braucht Gold, oder? Irgendwer muss mir noch erklären, warum da ein verdammter Creeper drauf war. Baue mich nicht zu. Huch. Hallo, da bin ich wieder. Bist du runterfallen? Willst du runterfallen? Huch! Nein! Tschüss! Ups! Hier kriegst du Karotte. Oh, da war nichts. Oh, gehen wir mal kurz den André besuchen. Ja, scheiße, hier kommt man nicht rüber, ihr Flachpfeifen. Was hab ich hier? Wolle. Zack. Au. Ja, ich weiß, das ist eine sehr verpeilte Folge. Ich darf das heute. Ist erlaubt. Wo ist André hingerannt? André, Pro-Gamer, André, da ist er. André! Oh, aua! Lass mich durch! Jetzt rennt er zu mir, oder was? Will er mich verarschen? Ja, nein! Und ja, genau, und jetzt noch... Was ist denn los? Ein Skelett auf der Spinne, oder was? Alter, ist ja gut! Alter, hat er ein Aimbot drin, oder was?
Jo. Oh, das ist gut. No, nein, nein. Also, wir mitbekommen, ich muss die Aufnahme leider beenden, weil wir müssen uns noch weiter darum kümmern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich fliehe noch mal kurz hier hoch. Würde sagen, bis später, macht gut.